Ja, moin moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und die ist von, ja, etwas traurigerer Natur, wenn ich so sagen möchte. Wir haben gestern DSA gespielt, wie es eigentlich sonntags immer so ist. Und dabei hatte ich leider einige Probleme, die aufgetreten sind. Worum es genau geht, ist quasi egal. Fakt ist einfach, die Aufnahme ist nicht so gespeichert, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und dementsprechend hatte ich nur noch einen großen Datenmüll von, ich glaube, 40 Gigabyte. Ich konnte da leider nichts rauslesen und ich habe die Probleme mittlerweile behoben. Ich weiß auch, woran es liegt und das wird nicht wieder vorkommen, aber die gestrige Runde ist damit nicht mitgeschnitten. Was bedeutet das jetzt für euch? Ich werde jetzt gerne noch einmal für euch die Sitzung zusammenfassen, das, was gestern in 5 Stunden Spiel passiert ist. Und wir werden nächste Woche, also die fortlaufende Runde, die dann gespielt wird am 21.01., am 21. Januar, die werde ich auch noch einmal so aufbereiten, dass das Ganze rezipiert wird, und zwar von den Spielern, was passiert ist. Denn das Ende ist dahingehend, dass es hier sich dann auch nochmal eine Zusammenfassung lohnt, weil Ahmad etwas getan hat, worauf ich dann später nochmal eingehen werde. Okay, das heißt, das ist die Ankündigung. Es gibt diese Woche leider keine Videos, zumindest keine weiteren mehr von den 5 Stunden. Und ich müsste dann eben auf die nächste Woche warten, bis wir da dann spielen. Und es fehlt jetzt also ein Stück und das versuche ich jetzt zu rezipieren. Wen das nicht interessiert, der kann jetzt quasi wieder ausmachen. Alle anderen können natürlich dranbleiben und ja. Es muss dann eben einfach aufgearbeitet werden, damit ihr eben auch wisst, was passiert ist. Wir haben ja die Runde beendet in Kunchum, und zwar am Tempel des Gesetzes in der Nähe dieses kleinen Manadi-Arms. Und die Runde endete damit, dass ein paar Wasserleichen sich erhoben und ja, langsam auf die Uferebene zuliefen und B mit einem Angriff von Dämonenarchen, Plural. Dadurch, dass viele, viele Leute dazugerufen worden sind von den Geweihten, waren hier etwa 30 Stadtwachen und auch ein paar Krieger vom Chor, ja, Geweihte des Chors, die waren eben auch anwesend, und mit den Effort-geweihten Waffen waren die, ja, eigentlich keine Probleme. Es gab zwar die ein oder andere etwas größere Kreatur noch, aber wie gesagt, aufgrund der Vielzahl von Leuten war das kein Problem. Für eine kleinere Heldengruppe wäre das natürlich sehr fatal gewesen. Aber wenn man das eben in einer Stadt wie Kunchum macht, die dann abgesichert ist, passiert da eben wenig. Und es gab kaum Verletzte und keine Toten auf dieser Seite, sodass sich die Helden dann hier wenig drum kümmern mussten. Sie haben natürlich noch ein bisschen mit Pfeil und Bogen geschossen und auch mit ihren Schwertern dann auch die Leichen klein gehackt. Und ja, dementsprechend war Ephedaios hier in Sicherheit. Dann ist der Geweihte von Effard zu ihnen geeilt. Und zwar ein alter Bekannter, zumindest von Yalan. Es handelte sich dabei um Timoran von Betana. Timoran von Betana, ein Effard-Geweihter, den Yalan kennengelernt hat, auf der Seeadler von Beilung, und der sagte ihnen: Ja, wenn ihr möchtet, ihr seid herzlich eingeladen. Die Seeadler von Beilung wird demnächst ablegen und einen Gegenangriff starten. Zudem bekam die Gruppe auch einen Dolch aus Glas, gefüllt mit Bandstaub, und mit dem könnte man dann diese Arche zusätzlich vernichten. Das heißt, man hat sich einfach erstmal gesammelt, ist dann gemeinsam mit Timoran von Betana in Richtung des Kriegshafens gelaufen und konnte dort dann auch erkennen, dass der Angriff nicht wirklich, ja, was bringt. Die Dämonenarchen haben sich in großer Entfernung zum Hafen aufgehalten und nur wenige Piratenschiffe haben den Angriff gewagt, haben mal kurz mit Rotzenkugeln geschossen. Aber dadurch, dass es auch ein paar Ingrim-Geweihte am Hafen gab, die dann mit Rotzenmunition geschossen haben, haben die also überhaupt kein Land gesehen. Was dann eben dazu mündete, dass nicht nur die Seeadler aus dem Hafen auslief, sondern auch die Sulman al-Nasuri, das Zauberschiff, die Zedracke der Kunchiumer Akademie.
Ich hatte die Helden dann auch noch vor eine Wahl gestellt. Wo möchtet ihr mitfahren? Möchtet ihr lieber auf der Seeadler mitfahren unter Ratharal Sahnin, den der eine ja schon kennt? Oder möchtet ihr ein gänzlich neues Schiff kennenlernen, und zwar die Sulman al-Nasuri? Wobei die im Verlauf der Kampagne von Bahamuts Ruf noch weiter erkundet wird. Und ja, wenn man da auch noch mit dabei sein will, dann ginge das eben auch. Aber die Helden haben sich, wie gesagt, für die Sulman entschieden. Ja, es gab ein kleines Wiedersehen, man hat kurz Ratharal Sahnin begrüßt und Yarlan konnte die anderen Helden vorstellen. Und man hat sich dann dazu entschieden, dass der einen Dämonenarche, ich habe das hier mal angedeutet, weil ich hier keinen wirklichen Plan mehr hatte, also kein Grundriss. Ihr könnt hier sehen, die Asagena Imperiala, das ist dann hier auf der linken unteren Seite, so ungefähr kann man sich diese Arche vorstellen. Die hatte also keinen Innenraum, kein Hohlraum, der benutzt worden ist, sondern es gab nur, die Arche war 23 Meter groß, also sehr, sehr klein im Vergleich mit der Gezeitenspinne. Und die ganzen Gebäude wurden eben oben auf den Oberkörper aufgeflanscht, sodass die Gruppe dann auf der Oberfläche dieser Spinne kämpfen musste. Die Geschütze der Seeadler haben sich dann also in diesem Seekampf dazu entschlossen, dass die hinteren beiden Beine dieser Arche weggesprengt werden. Und sie haben dann die vorderen beiden Beine mit ihrem Rammsporn, der hier vorne ja angebracht ist, haben sie dann abgefahren, zertrennt, sodass die Arche dann auf die Seite gefallen ist. Und die Gebäude, die sich jetzt dann hier oben drauf befinden, sind dann abgerissen bzw. runtergebrochen und ins Wasser gestürzt mit einem großen Teil der Besatzung. Die Seeadler selber ist komplett weitergefahren, da es sich noch, es gab noch ein paar weitere Archen, die dann in diesem Gewässer aufgetaucht sind. Die Sulman al-Nasuri hatte dann einige Probleme, und zwar war noch vorhanden die Knochenotter, das Seeschlangenschiff, von dem es ein paar KGA-Berichte mal gab. Und es gab einen Piraten-Lorcher, sehr groß aufgebaut, mit dem Namen Eisenwind. Und der Kapitän der Eisenwind hat den Djinnen, die in den Segeln der Sulman al-Nasuri saßen, hatte sie ja per Herrschaft über Djinnen, hat sie aus den Segeln genommen, und das Schiff war dann erstmal sehr bewegungsunfähig, beziehungsweise ist sehr, sehr viel langsamer geworden. Sodass die Knochenotter und auch die Goldmorgentarantel, die dann unten unter dem Schiff aufgetaucht ist, die Sulman in arge Bedrängnis gebracht hat. Die konnten sich zwar noch wehren und haben einige schwere Wunden in die Knochenotter geschlagen, aber die Seeadler hat sich dann dazu entschieden, dass sie dem Schwesterschiff hilft, und hat dann nur einen kleinen Entsatztrupp abspringen lassen. Das heißt, bei voller Fahrt hat man dann der Asagena Imperiana die Beine abgesäbelt mit diesem Rammsporn, das hatte ich ja hier eben angedeutet. Und dann musste bei voller Fahrt dieses Schiffes, mussten dann die Helden und eine kleine Entsatzgruppe auf diese Spinnenbeine springen und von dort aus sich nach oben kämpfen auf dieses Schiff. Das haben sie dann auch versucht, das ist nicht ganz so gut gelungen. Der Einzige, der es geschafft hat, war der Fähnrich zur See, beziehungsweise der Alan Fahner, Kiaras Karinor. Der hat es geschafft, die anderen sind untergegangen, und auch gerade Yarlan mit Vollplattenrüstung und auch Ahmad, die sind einfach nur unten gezogen worden. Das Problem ist auch, was sie in der blutigen See hatten, dass die Oberfläche des Wassers nicht wirklich tragfähig war, und sie sind einfach versunken. Die konnten Schwimmproben würfeln, wie sie wollten. Das hatte keine Zukunft. Und während sie dann eben nach unten trieben und langsam die Luft verloren, Romilly ist dann auch ohnmächtig geworden und wäre dann fast ersoffen, kam ein Wal, ein weißer Wal, beziehungsweise eine ganze Walschule, und hat dann nicht nur die Helden gerettet, von unten nach oben sie dann eben ja aufgesammelt, sodass sie dann eben auf dem Rücken hier neben der Gezeitenspinne, beziehungsweise neben dieser Dämonenarche, es ist ja nicht die Gezeitenspinne, sodass sie dann neben dieser Dämonenarche zum Liegen kamen, und von dort aus dann über den Walrücken konnten sie dann dieses Schiff entern. Und zumindest das, was noch davon übrig war. Das hatte nichts mit Deus Ex Machina oder sowas zu tun, sondern das war von meiner Seite aus geplant, dass A, das Wasser nicht tragfähig ist und dass sie hier gar nicht schwimmen konnten, und B, hätte ich auch gesagt, dass die
Effort-Geweihten hier natürlich auch etwas tun, beziehungsweise das Wafnir-Geweihten, der Kuntiumer Hafen war ja voll mit Geweihten. Es hat auch ein paar Bannstrahle geregnet vom Himmel, die dann die Wolkendecke aufgebrochen haben. Die Ingerim-Geweihten haben dann mit heiligen Kanonenkugeln geschossen und die Effort-Geweihten haben dann Wale gerufen, beziehungsweise war Schule und dementsprechend wusste ich eben, dass diese Wale als letzte Rettung da sind und konnte dementsprechend die Proben auch schwer machen. Ja, ich hatte gesagt, Kiaras hatte diesen Anlauf geschafft und stand dann leider alleine, irgendwie hier oben auf diesen Beinen, hat es dann mit ein paar Krakoniern und Elite-Krakoniern zu tun bekommen und hat dabei dann ja, schwere Wunden kassiert, hat auch sein Ohr dabei verloren und seine Wange wurde hart aufgerissen, nachdem ich dann aus Versehen seinen Kopf getroffen habe und er doppelten Schaden kassierte. Er kippte dann fast ohnmächtig um, aber die anderen kamen ihm dann, wie gesagt, noch einmal zu Hilfe, nachdem er da sehr viel versucht hat. Und ja, als sie dann nach und nach von diesem Wahlrücken geentert haben, Kiaras geholfen haben, haben sie dann eben auch den Archensteuermann, das ist ein Akrimot-Paktierer, haben sie getroffen und auch den Kapitän, Kapitän Vispertang, der selbst erstmal nicht angegriffen hat, sondern ein Ritual ausgeführt hat, um einen riesigen Ulchuchu zu rufen, also einen Tang-Dämon, den habe ich ja schon einmal angedeutet. Und dieser Tang-Dämon, der Ulchuchu, hat dann nach und nach diesen Wal gefressen, der da immer noch wartete als Rückendeckung. Und ja, der versackte dann eben in diesem Tangfeld, das kam und der wurde langsam dann aufgefressen. Das war also ein Ritual, was Vispertang ausführte als Charybdis-Paktierer, während Hauptmann Agrobal, der Akrimot-Paktierer, der nicht an die Arche gebunden ist, allerdings kann er sie kontrollieren, sie steuern, der hat dann für den Kapitän quasi den Tank gespielt, wenn man so möchte. Das heißt, er hat alle Schläge abgefangen und hat dann drei Helden an sich gebunden und mit Achmat gekämpft, mit Yalan und auch mit dem Zauberer, dem neuen Zauberer, Gorban. Naja, und während der Kapitän eben sein Ritual ausführte und diesen Ulchuchu rief, konnte Agrobal dann sehr, sehr lange auf Zeit spielen. Das hat also geklappt. Und ja, am Ende konnten sie die aber auch besiegen und haben auch diese Arche, sie haben dann noch versucht, irgendwie ins Unterdeck zu kommen, haben dann festgestellt, dass es keins gibt. Mit ein bisschen Tierkunde haben sie dann ihre Schwerter, ihre Effort-geweihten Schwerter in das Zentrum dieser Arche getan und konnten dadurch diese Arche vernichten. Es gab dann auch noch eine kleine Begegnung mit Kapitän Starkad. Das ist ein, ja, ein Agrimot-Paktierer auch von einem anderen normalen Schiff gewesen, keine Arche. Der fuhr dann kurzzeitig vorbei, stellte sich nicht wirklich vor, aber bewies einmal seine Brutalität, indem er auch eigene Männer umbrachte, die ihm gerade nicht in den Kram passten. Starkad selber war derjenige, der die Djinne von der Sulman al-Nasuri gestohlen hat und für seine eigenen Zwecke pervertierte. Diesen werden wir noch einmal wiedersehen, Starkad Eisenwind, der wird noch im Verlaufe der Kampagne eine Rolle spielen, daher wollte ich ihn einmal vorstellen, genauso eben wie die Knochenotter, genauso wie die Goldmorgen-Tarantel als böse Erzfeindin, die weiter in der Kampagne eine Rolle spielen wird. Habe ich jetzt alle noch einmal wieder ins Blickfeld gerufen und Starkad selber griff dann nicht ein, griff nicht an, weil er ja mit Kotnas Han gerechnet hat. Kotnas Han, ein Kapitän aus Maraskan, ein Pirat, der dann sich von der anderen Seeseite näherte und diesem Kampf sich anschloss auf hoher See. Es gab dann auch noch ein paar weitere Wale, die dann da gekämpft haben. Und am Ende haben die Dämonenarchen schweren Schaden davongetragen, beziehungsweise die Knochenotter hat eine Verwundung davongetragen, die nie wieder heilen wird. Die Goldmorgen-Tarantel hat sich zurückgezogen und die Sulman al-Nasuri hat dann den Schaden, den sie bekommen hat, hat sie dann mit Humus-Djinn sehr schnell wieder geheilt. Ja, das war so quasi das, was passiert ist. Die Arche wurde von den Helden, in diesem Fall von Yalan, vernichtet. Sie maß 23 Schritt und dementsprechend sind die Helden dann auch wieder zurück nach Kunchum gereist. Die Seeadler hat sie dann wieder aufgesammelt. Es gab hier dann auch wieder eine Begegnung mit anderen Mannschaftsmitgliedern, die noch einmal vorgestellt worden sind. Natürlich wieder mit Fusakel, dem Zwerg, der unglaublich genial geschossen hat. Rateral Sanin war mit dabei, Baron Wilbur Kornplötz.
Auch Resewigs Sturmtaucher hatte wieder einen kleinen Auftritt. Und der Publikumsliebling Lido Korg war wieder mit an Bord und hat ein paar freche Bemerkungen in Richtung von Yarlan gemacht, hat ihn Frosch genannt. Und da wurden wieder die alten Zeiten aufgewärmt. Wer also die alten Folgen kennt, der hätte in den Momenten gelächelt und wir hatten echt viel Spaß. Leider ist es, wie gesagt, dann verloren, die Aufnahme, und ich bin echt traurig, dass ich euch das so nicht präsentieren kann. Das tut mir echt unglaublich leid, und naja, Lido Korg, er wird wieder vorkommen und auch die Seeadler wird wieder auftauchen. Ja, die Helden fuhren, wie gesagt, zurück nach Kunchum, haben dann sofort am Kontor angeklopft und haben gesagt, wir haben eine Arche umgebracht, das wurde auch bestätigt, und sie werden im Verlauf der nächsten paar Tage die Belohnung erhalten, also 10.000 güldene Dukaten. Wie es dann weiterging mit Ephadaios, so weit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt einen halben Tag gespielt. Wir haben ja, bis zur Nacht gespielt. Das heißt, sie haben tagsüber dann von 12 bis abends gekämpft und sind jetzt mittlerweile, sind sie wieder ein bisschen auf den Beinen. Und Achmat hat sich dann zurück in Kunchum. In eine Drogenbar geflüchtet, wenn man so möchte, in eine Opiumhöhle der Maraskaner, und hat sich hier dann eben hingelegt, um ein bisschen dem Drogenrausch zu frönen, da er abhängig ist. Eine, ja, ein Trauma, was er hat durch die dritte Dämonenschlacht, in der er dabei war. Und an der Stelle endete unser Abend. Ja, das ist quasi das, was passiert ist. Und daher können wir auch wieder gut rezipieren. Das ist das, was ich am Anfang bereits gesagt habe. Achmat hat durch diesen Opiumrausch, durch diesen Drogentrip, hat er sehr viel wieder vergessen und verdrängt. Und das können wir dann im Lauf der weiteren Kampagne, also jetzt am nächsten Spieltag, können wir das wieder aufholen, indem die Helden noch einmal selber Achmat erklären können. Zumindest ist das so meine Idee, die ich jetzt aktuell habe, was eigentlich passiert ist. Ja, genau. Ansonsten, wir werden noch ein Protokoll bekommen von Yarlan. Das heißt, Yarlans Eindrücke wird er selber nochmal in ein Protokoll schildern. Ich weiß nicht genau, ob es ein Brief wird oder ein Bericht für die KHGIA, was auch immer es wird, aber auch das wird noch kommen. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ephadaios lebt immer noch, der ist immer noch im Tempel des Gesetzes, die 24 Stunden sind noch nicht vorbei. Aber von seiner Seite aus gibt es quasi keine Gefahr mehr, denn der Angriff wurde abgewehrt. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung, die Ankündigung, das Resümee der letzten Runde. Ich bin, wie gesagt, sehr traurig, dass das nicht geklappt hat und dass ich euch jetzt zum ersten Mal die Runde nicht präsentieren konnte. Aber wir bleiben trotzdem am Ball und sind motivierter als je zuvor. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber in den 5 Stunden ist ein bisschen was passiert, und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit auf nächste Woche vertrösten. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr weiter Spaß an der Runde habt, und ja, verabschiede mich damit von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.